ihr Lieben, wir starten direkt. Ich fange an mit dem Kuchenboden. Das ist mein fluffiger Grundrezept. Kennt ihr alle, verlinke ich nochmal in der Infobox. Aber ich dachte, ich nehme euch mal ganz kurz und knapp mit. Hier sind Zucker, Eier und hier unten ist auch irgendwo meine Vanillepaste. Das tue ich jetzt schön schaumig aufschlagen. So, meine Eier-Zuckermischung ist schön schaumig aufgeschlagen. Ich habe mir auch zur Hilfe heute die Maschine genommen, damit ich die Hände frei habe. Funktioniert aber auch mit Handrührgerät. Hier ist mein Standardmehl und mein Backpulver. Das vermische ich jetzt gut und jetzt kommt einfach nur mein Mehl, mein Backpulver, mein Öl und meine Milch einfach rein, wird auf Stufe 1 einfach nur kurz cremig verrührt und das war's schon. So, hier ist jetzt alles drin, wirklich nur auf Stufe 1, weil ich möchte natürlich die Luft, die ich jetzt reingeschlagen habe, nicht mehr wieder rausschlagen. Es soll sich nur alles verbinden und das war's. Ich habe schon mein Blech vorbereitet. Ich mache einen großen, flachen Blech. Hier ist mein Blech. Und dann kommt die Masse hier rein und wird schon gebacken. Das tue ich auch heute vorbereiten, aber ich brauche den Kuchen und die Torte quasi eher morgen. Aber dann kann der Kuchenboden hier in Ruhe abkühlen und morgen mache ich dann nur noch die Creme und den Rest. So, es geht weiter. Hier ist mein Kuchenboden. Ich habe ihn ja in die Form gegeben, gebacken, bis er schön goldbraun ist. Je nach Ofen bitte beobachten, abkühlen lassen. Ich habe ihn auch gestern gemacht, heute ist der nächste Tag. Habe ihn wirklich von meiner Form gestürzt. Ich muss sagen, der ist jetzt auch zum Verschenken, also habe ich ihn jetzt ein bisschen provisorisch, aber trotzdem schön auf so eine Blech drauf gemacht. Das Blech ein bisschen mit Geschenkpapier eingepackt, dass es nicht so blechmäßig aussieht. Und drauf getan. Ich finde, das ist halt super, weil man hat eine große Fläche, man kann schöne Würfel schneiden und viele Leute kriegt man damit satt. So, das dazu. Aber Rezept findet ihr nochmal in Ruhe auf meinem Seite hier, verlinke ich euch in der Infobox. Jetzt einmal zur Creme. Wir machen hier ist Sahne, frische kalte Mascarpone, Sahne steif. Hier ist einmal diese gezuckerte Kondensmilch, aber in Karamellformat, ja, achtet drauf. Das ist auch typisch so braun, das brauchen wir. Kein Zucker, bitte kein Zucker, das ist süß genug. Dann haben wir hier ein paar Snickers, die schneide ich klein und ein paar gesalzene, diese Kombi ist so lecker, Nüsse. Nüsse ist eine Dose, die halbe Dose tue ich natürlich jetzt in den Teig rein, die andere halbe Dose ist später Deko. Also das ist unsere Creme, die machen wir gleich und das ist dann Deko. Deko ist einfach nur ein bisschen Karamellsoße, hier ist ein bisschen Nutella, so 2 Esslöffel, Nüsse und auch ein paar Snickers. Ja, wir starten, indem wir jetzt die Creme machen, nicht Soße. So, Creme. Ihr Lieben, schaut mal bitte diese Creme, die ist so lecker. Hier habe ich ja Sahne, Mascarpone und mein Karamell erstmal rein. Ganz langsam erstmal, dass sich alles so ein bisschen verbindet. Dann Sahne fest, Sahne steif, Sanapat, was ihr möchtet, könnt ihr reingeben. Und dann auf höchster Stufe und schaut mal bitte, was für eine tolle Creme. Und ich habe abgeschmeckt, süß genug. Das langt. Bitte kein Zucker, kein Puderzucker. So sieht das aus. Hier habe ich jetzt meine 3 Snickers ein bisschen klein geschnitten und die Nüsse, die 2 tue ich jetzt hier unterheben und dann ist die Creme fertig und mit dem Rest wird dann dekoriert und das war's. So sieht das Ganze aus. Habe ich alles schön verrührt. Hier habe ich noch mal kurz meinen Rahmen drumherum gemacht. Jetzt kann ich natürlich die Creme schön einschmieren. So sieht das Ganze aus. Ist natürlich nicht immer perfekt gerade durch die Stücke von Snickers und von den Nüssen. Wollt ihr das ganz gerade, dann macht diesen Crunch nicht rein, dann macht ihr den Crunch einfach oben drauf, wie jetzt auch, gar kein Thema. Aber ich mag das, wenn es auch so ein bisschen crunchy in der Creme ist. So, das war es eigentlich schon. Jetzt gebe ich noch meine Nüsse, Karamellsoße, ein bisschen Nutella und meine Snickers. Das ist quasi jetzt die Deko. Dann mache ich den Rahmen gleich sofort ab. Und dann kann man ihn entweder in den Kühlschrank packen oder sofort genießen. Ihr könnt das wirklich den Kuchenboden am einen Tag machen, die Creme hier am zweiten Tag in den Kühlschrank packen und am dritten Tag könnt ihr es genießen. Gar kein Thema. Sogar besser, wenn es nochmal kurz in den Kühlschrank geht, schön zum Festwerden und durchziehen. So, und so sieht er aus. Ich kann ihn leider noch nicht anschneiden. Wie gesagt, er ist zum Verschenken. Der wird gleich abgeholt. Es muss jeden Moment an der Tür klingeln. Und da ist dieser leckere Kuchen auch weg. Ich finde, der ist, wenn ihr euch das
ist gut aufteilt, schnell gemacht, er ist lecker. Snickers, Schokolade, Karamell mag sowieso jeder. Habe ich was vergessen, steht es unten in der Infobox, aber ich glaube, ich habe hier alles gesagt. Zutaten, Mengenangaben stehen immer vorne drauf. Bitte macht euch ein Screenshot. Ich weiß, ich bin da immer ein bisschen zu faul, es nochmal in die Infobox zu schreiben, aber macht euch einfach ein Foto und dann habt ihr alles. So könnt ihr dann einkaufen gehen, seht auch die Sachen vorne und dann kann nichts schief gehen. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen, bleibt alle gesund und munter, lasst es euch schmecken, tut ihr natürlich jetzt, wenn es warm wird, im Kühlschrank lagern und genießt ihn. Viel Spaß dabei!